Bayek, ich sende dir keine Grüße, sondern eine Warnung. Vier lange Jahre sind nun schon seit dem letzten Artefakt vergangen. Doch das Credo treibt uns immer weiter voran. Von einem Boten erfuhr ich von einem weiteren Artefakt. Dieses Mal in Oberägypten. Du musst sofort los. Bring dieses Paket zu Merti. Sie betreibt ein Geschäft in der Nähe von Luxor. Sie schuldet mir etwas, doch keine Freundschaft. Den Rest überlasse ich dir. Finde das Artefakt, koste es, was es wolle. Niemand darf seine Kraft gegen die anwenden, die angewiesen sind auf unseren Schutz. Willkommen! Willkommen in Theben! Brauchst du ein Bett? Einen größeren Schild? Ein Leibwächter? Was ist das? Der Fluch der Pharaonen! Bei den Göttern. Er hat sie getroffen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir ja die zweite Stufe des Credos erfahren. Ich ehre die Götter. Die zweite Menschen sind unschuldig. Ich habe nichts gestohlen. Die zweite Stufe des Credos erfahren. Ich bin kein leichtes Opfer. Wer hat dich beschworen? Die da wäre, dass ja die Klinge von den Unschuldigen ferngehalten werden muss. Und nun sind wir auf der Suche nach einem weiteren Artefakt. Und hier taucht irgendwie ein seltsamer Schatten auf, der scheinbar die Leute ganz wahllos tötet. Wow, ganz ruhig, Kollege. Nimm das. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich, wenn der auch kurze Waffen benutzt, eher meine lange benutzen. Aber gut, ich krieg den eigentlich ganz... Das Problem ist, der durchschlägt meine Angriffe aus irgendeinem Grund. Machen wir es so. Die Mega-Fähigkeit sollte ich ja eigentlich eh mit der fetten Axt benutzen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Die macht ja so viel mehr Damage. Und... Zack! Ja, guckt mal, wie viel mehr Damage die einfach macht als die Kleine. Ist eigentlich clever. Ich meine, eigentlich wäre wahrscheinlich clever, erst mit den kleinen Waffen zu kämpfen und dann mit den... Dann mit den Großen. Hä? Warum hat denn das jetzt nicht geklappt? Ja, der greift halt so schnell an, der komische Schatten. Das geht ja gar nicht. Okay, gegen die normalen Angriffe muss ich scheinbar die kleinen Waffen nehmen. Aber dafür nehmen wir dann die Großen. Hier, frisst das! Sehr gut, ein paar Mal getroffen. Ich muss halt nur meine Fähigkeit aufladen, wobei es jetzt auch egal ist, mit welcher Waffe ich den besiege. Alter, der greift halt so viel schneller an als ich. Oh. Das war dumm von mir, dass ich ihn nicht besiegt habe. Jetzt ist er tot. Oder zumindest vertrieben und wir bekommen Scherben eines Sterns. Jemand hat das Artefakt und beschwört damit längst Verstorbene. Ich muss etwas tun, bevor dieser Fluch ganz Theben abschlachtet. Ja, da wird wahrscheinlich das Artefakt... Amunets Kontakt ist in der Nähe von Luxor. Da wird wahrscheinlich dieses Artefakt natürlich dahinter stecken. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht noch mehr von diesen Gegnern begegnen. Okay, wo ist denn diese Merti? Ach, hier wird gerade gebaut. Oder wird hier wieder abgebaut, wie in Sinai. Wobei, ich glaube, hier in Theben... Obwohl, ich glaube, das waren ja gerade zumindest... römische Wachen, das heißt, die können hier natürlich schon wieder abbauen. Ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Gut, dann bringen wir mal das Päckchen als erstes hin. Weiß ich eigentlich, was in diesem Päckchen drin ist? Mal ganz doof gefragt. Ein Geschenk für Amunets Kontakt, die Händlerin Merti. Und das ist der Brief, den wir gerade gehört haben. Luxor. Ach Gott, das ist ein Sperrgebiet, echt. Seriously, jetzt muss ich mich hier durch ein Sperrgebiet schleppen. Ah ne, ist kein Sperrgebiet. Und mich? Ich habe niemanden mehr. Dein Onkel lebt noch, Sutek. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Dieser Skorpion? Der gibt mir keine Feige, die seinen Affe verschmäht.
doch der Typ, der uns gerade begegnet ist auch, ne? Du hast den Fluch überlebt. Man wird in ganz Theben von dir sprechen. Mein Name darf nicht erwähnt werden. Genug, Sutek. Natürlich. Kein Philakitai wird von dem Mann mit dem tödlichen Blick erfahren. Man sagte mir, du könntest helfen. Das ist für dich. Was ist das? Wer gab dir das? Die Frau, die du als Aya kennst. Nun gut. Und was willst du? Ein seltenes Artefakt. Ich halte es für die Quelle dieses Fluchs. Kann das sein? Es gibt Gerüchte. Ein Relikt wurde aus einem Pharaonengrab gestohlen. Einige meinen, dieser Frevel habe den Fluch heraufbeschworen. Ich muss es finden. Es gibt einen Schwarzmarkt hier in Theben. Geheime Auktionen. Seltene Güter. Sprich mit den Händlern am Hafen. Die wissen mehr. Sag Aya, dass wir quitt sind. Ich ziehe nach Süden. Dieser Fluch ist mir nicht geheuer. Und wenn ich mehr Fragen habe? Dann such Isidora, Gottes Gemahlin des Amun. Sie versteht diesen Fluch auf eine andere Art als ich. Ah. Na, dann schauen wir uns mal am Hafen um. Und finden mal heraus, was es mit diesem Artefakt auf sich hat. Und vielleicht auch schon, wo es, nicht nur wo es ist wahrscheinlich, sondern auch von wo es gestohlen worden ist. Mir ist bloß gerade aufgefallen, ich bin auch ziemlich doof. Hey, was geht denn jetzt hier los wieder? Ich bin auch ziemlich doof, denn ich hab gerade meinen Bogen nicht benutzt. Denn am Ende, das habt ihr nicht mehr gesehen, am Ende der letzten Folge habe ich einen neuen leichten Bogen bekommen. Der sieht ja ganz schnieke aus auf jeden Fall. Den hätte ich ja mal benutzen können. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, glaube ich, was wir tun können. Genau, wir können uns entweder mit ihr hier treffen. Das ist die Hohepriesterin. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit der Marktinspektion an. Da sind wir zumindest nicht auf noch eine Person angewiesen, sondern erstmal nur auf uns. Und wie gesagt, Bayek sagt, es sollten nicht zu viele wissen, dass er hier ist. Und gerade bei den Priestern weiß man ja auch nie so wirklich, auf wessen Seite die eigentlich stehen. Wenn ich da so an die Echse zurückdenke. Aber den Bogen muss ich auf jeden Fall öfter mal benutzen in den Kämpfen. So. Wenn das Relikt aus einem Grab gestohlen wurde, muss hier jemand den Dieb kennen. Das Schöne ist, Händler lassen sich ja bestimmt auch bezahlen, einfach für Infos. Wo finde ich etwas Seltenes? Golden, wie die Sonne. Ich habe Gold. Brauchst du Schmuck für eine Dame? Was immer du suchst, Nip. Du findest nichts Besseres in Theben. Na gut, das war nicht, was ich gesucht habe. Du hier, du stehst doch hier mitten in der Mitte ohne Stand. Ist das hier alles? Ach, das ist ein Stand. Ich hörte, auf diesem Markt gäbe es Artefakte aus den Gräbern. Mit Relikten kann man kein Geld verdienen, ne? Alle wollen nur einen Schutz vor dem Fluch. Skarabäen, Amulette. Na gut, okay. Ich meine, die hier verkauft ja offensichtlich irgendwelche Saphire oder sowas. Ich suche etwas Besonderes. Sehr alt. Ich habe Geld. Sprich mit Siamun, wenn du nach solchen Stücken suchst. Er hat die besten in ganz Theben. Okay, und wer ist das? Er hier? Ist das hier alles? Okay, nee, das ist er nicht. Woher soll ich denn wissen, wer das ist? Gäbe es Artefakte aus den Gräbern. Mit Relikten kann man kein Geld verdienen, ne? Ja, ja. Alle wollen nur einen Schutz vor schon dem verstanden. Plündern die eigentlich ihre eigenen Gräber? Oder wo kriegen die das ganze Zeug her? Aber vielleicht ist es einer von denen hier hinten. Stehen ja auch noch welche. Du hier, du hast doch vielleicht was, hä? Willkommen, Senni, bei Siamuns Raritäten. Suchst du etwas Besonderes? Ich führe die seltensten Güter in ganz Theben. Ein Artefakt aus den Gräbern. Solche Schätze kosten das Vermögen eines Pharao. Aber nicht hier, Nip. Die Soldaten sind dumm, doch ihre Schwerter sind scharf. Komm. Ob ich dem so einfach folgen sollte? Geschäfte mit Fremden. Und warum nicht? Du bist im Herzen des Schwarzmarktes. Relikte gibt es überall. Vertrauen findet man selten. Aber vertraue Siamun. Nur dir? Von allen Händlern?
Viele würden einen Neuankömmling in Theben übervorteilen. Einen, der so viel Geld dabei hat. Du, ich bin Pfarr! Ich entsteige der wässrigen Stille des Nu. Ich stehe auf dem Hügel des Ursprungs. Doch wenn ich in die Leere blicke, den Abgrund, erkenne ich mein Nichtvorhandensein und weine. Okay. Und so paare ich mich mit meinem Schatten, gebäre zwei Kinder, spucke und breche sie hinaus. Und ihr werdet vor uns knien. Alles klar. Gut zu wissen. Sag mal, wie langsam wollen wir denn eigentlich noch gehen? Also ich meine, ich bin ja immer für schönen, ruhigen Spaziergang, aber ich hab's ein bisschen eilig, wenn ich ehrlich bin. Der Fluch, der wartet nicht auf uns, ne? Das war ja klar. Als ob ich's nicht gewusst hätte. Das war ja so billig, Freundchen. Au, au, au. So, Freunde. Dann hole ich mir erstmal den da. Oh, tschüss. Achso, das war sogar ein... Das ist kein bescheuerter Vogel, der ist perfekt. Und zack. Das war's dann auch mit ihm. So, wo ist denn der Händler jetzt? Hättest du schon ein paar bessere Typen anheuern sollen, um mich zu erledigen, Kollege? Versuchen wir es nochmal. Ich suche nach einem Artefakt aus den Gräbern. Oh, das Artefakt. Ja, ja, nur Irsu darf davon nie erfahren. Irsu? Du weißt wirklich überhaupt nichts, nicht wahr? Ich weiß, wie man einem Mann die Kehle aufschlitzt, bevor er um Hilfe rufen kann. Es gibt da eine Auktion. Sehr exklusiv. Ich wollte teilnehmen, aber Irsu und ich sind uns nicht sehr zugeneigt. Wo bekomme ich eine Einladung? Tahemet hat eine. Die Historikerin. Ich habe versucht, sie ihr beim Würfeln abzunehmen. Wir spielen auf einem Dach nördlich von ihr. Bei Horus, mehr weiß ich nicht. Bitte lass mich leben. Na, hoffentlich muss ich nicht würfeln. Gut, bei dem... Oh Gott. Das Dach da? Ansonsten kann ich von da zumindest umgucken, ob da irgendwo Würfler sitzen. Naja, das ist es schon mal nicht. Okay, dann lass mich mal ganz kurz umgucken, wo hier ein Dach ist, wo die Leute würfeln könnten. Im Notfall gehe ich zu dem Aussichtspunkt. Okay, an dem das Glücksspiel. Da drüben, da sitzt keiner. Da? Das ist ein Lager, oder? Ich weiß nicht, könnte natürlich auch in einem Lager sein. Ich vermute jetzt erstmal nicht, dass es in einem Lager ist, wenn die Glücksspiel... Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht von dem Aussichtspunkt was sehe. Ich bewege mich einfach mal über die Dächer. Das wird ja auf jeden Fall helfen. Wenn es irgendwo auf einem Dach sein soll. Hier am Horus mal emporgeklettert. So, von hier oben sollte ich doch vielleicht was sehen. Ist da drüben? Scheint ja... Oh, das ist ein relativ großer Tempel. Ja, da wird jetzt kein Glücksspiel stattfinden, gehe ich zumindest mal von aus. Heißt natürlich nichts, ne? Da ist auch kein Glücksspiel. Ich dachte gerade, das könnte sein, aber nee. Die da isst oder verteilt Essen, das ist zumindest kein Glücksspiel. Schade eigentlich. So, hier irgendwo ist ein Aussichtspunkt im Notfall. Da finden wir dann schon die Stelle. Ist ja die Frage jetzt wieder, wie groß das Gebiet ist, ne? Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Dass wir hier überprüfen sollen. Da drüben sieht es so aus, als könnte da was Glücksspielmäßiges sein. Ich glaube halt von dem Aussichtspunkt sehe ich auch nicht viel mehr, weil der doch ein bisschen weiter weg ist. Da drüben ist auch noch irgendwo ein Aussichtspunkt. Ah, der ist ganz weit weg. Na Leute, wo ist denn jetzt das Glücksspiel hier? Ich glaube, das ist vielleicht so eine Sache, wo ich vielleicht dann doch mal Senu benutze. Es könnte ja jetzt überall sein. Dach ist jetzt nicht so... Dächer sind jetzt hier nicht so selten. Ich meine, wir können uns ja zumindest mal den Aussichtspunkt da drüben holen. Vielleicht sehen wir von da mehr. Gerne mal gucken, ob das hier drüben überhaupt noch mit zu dem Gebiet zählt. Wenn ja, könnte es nämlich auch da drüben sein. Es scheint noch mit zu dem Gebiet zu zählen. Macht die Sache nicht einfacher. Das hier sieht doch ein bisschen besser aus, aber hier wird kein Glücksspiel betrieben. Nee, hier wird nur gegessen. Ach, das ist ein Typ. Ich dachte gerade, was sitzt denn da unten? So wie, Alter, ist das Gebiet wieder groß? Okay. Jetzt haben wir zumindest das Ende des Gebiets erreicht. Das ist schon mal ganz gut. Wissen wir, dass es nicht ewig ist. Irgendwo da drüben soll es halt sein. Das da sieht auch nicht wie Glücksspiel aus. Oh, das war sogar zu hoch. Krass.
Ich glaube, ich benutze mal Senu. Das ist ja jetzt nichts hier. Hey, ich muss ein Attentatsziel finden und ich mache es mir dadurch so viel einfacher. Das hier ist ja einfach nur, finde diesen verdammten Ort. Komm, Senu, zeig mir mal. Da drüben, alles klar. Dann gehen wir da mal ganz flott hin, weil wie gesagt, das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Hey, ich muss... Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, bitte, was? Wie gesagt, das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Hey, ich, muss hier aufpassen oder so, dass ich... Oder beziehungsweise es ist was Wichtiges oder es ist schwer, diesen Ort zu finden, wenn ich nicht Senu benutze. Es ist ja jetzt einfach nur pures Glück. Ja, da drüben. Okay, ich sehe es. Ist ja jetzt einfach nur pures Glück, nicht wie wenn ich in einem Sperrgebiet nach einem Gegner suche, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind. Da wäre ich fast auf dem Rücken gelandet. So, Freunde. Ich will mitspielen. Käferscheiße aus einem Eselarsch, was soll das? Ich würfel nochmal, hä? Wenn ich verliere, werde ich dir das Doppelte geben. Aber gerne. Ich weiß, dass du eine Einladung hast. Lass uns darum spielen. Ich habe Geld. Vielleicht möchte ich die Einladung behalten. Schon mal dran gedacht? Ich garantiere dir, du kannst sie nicht mehr wollen als ich. Bitte. Meine Mutter, sie ist krank. Sie hat nur einen Wunsch. Dein Onkel ist ein besserer Lügner. Was will der Schläger hier? Gehört er zu dir? Hab ihn noch nie gesehen. Ha! Ha! Bezahlweib! Du betrügst! Genau wie bei ihm! Ich wusste es! Was? Ich hab damit gar nichts zu tun, Freunde. Hallo. Hörst du schon Schläger an? Du solltest gehen, solange du noch kannst. Geh im Leben, Schwindlerin. Auf deine Verantwortung. Du hast auf das falsche Kamel gesetzt. Oh, dammit. Ich dachte, da wäre ich außerhalb seiner Reichweite. Ach Mist, falsche Waffe wieder benutzt. Na gut, Reichweite ja trotzdem. So, Freunde. Erstmal den Kleinen da. Der wehrt sich ja gar nicht. Ach Mist, meine... Reichweite ist einfach zu kurz. Ja, ja, das werden wir mal sehen, wer hier wen leiden lässt. Tschüss, Junge. Hep. So muss das. So, meine Gute, aber dafür hätte ich jetzt gerne was, dafür, dass ich dich hier gerettet habe. Ich habe mein ganzes Geld verloren, hä? Ne? Bayek. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Informationen. Und deine Einladung. Zu Irsus Auktion? Du hast gehört, was ich diesem Schwachkopf Sutek gesagt habe. Der hat dir auch nicht das Leben gerettet, Talmud. Na gut. Das wird mir sowieso alles ein wenig zu heiß. Grabschändungen, Flüche. Pharaonen stehen von den Toten auf. Was will denn Irsu verkaufen? Was immer es ist. Es brachte diesen Fluch über uns. Hör zu. Irsu ist ein Gauner. Er und seine Kumpanen fanden das Grab von Nofretete und stahlen etwas daraus. Und nun will sie es zurück. Niemand verdient den Tod mehr als dieser Mistkäfer, aber sie will uns alle. Die Einladung findest du in meiner Villa, am Eingang zu Karnak. Nimm sie dir, wenn die Götter dich lassen. Was? Die Götter? Wirst schon sehen. Ich muss zu einem Spiel auf der anderen Seite Thebens. Mögen die Würfel dir gnädig sein, Bayek. Na, was das wohl heißen mag, da bin ich ja mal gespannt. So, und ihr sitzt jetzt hier einfach und würfelt neben den Leichen der anderen, oder wie? Aber du Typ, du bist jetzt das dritte Mal. Ich bin hier seit einer gefühlten Viertelstunde und du bist mir jetzt dreimal über den Weg gelaufen. Also ich wage ja nicht mehr, ich wage ja inzwischen zu bezweifeln, dass das noch Zufall ist. entweder er ist wirklich so großer Zufall, oder er verfolgt mich, oder er hat das gleiche Ziel wie ich. Ich würde mal wahrscheinlich auf Vorschlag 3 tippen. Aber das werden wir uns dann mal noch ansehen. Ach, lass mich raten, das ist dieses beschlagene Lagerhaus, bei dem ich vorhin schon war, oder? Da sind also bestimmt irgendwelche Wachen, oder? Wahrscheinlich, weil die Geld verloren hat. Vielleicht sind Tahemits Gemächer unter was versteckt. Doch was anderes. Okay, dann muss ich hier ja doch nicht groß schleichen. Dann gucken wir einfach mal. Das ist von mir hin. Dem Spiel der Schlange.
Das habe ich früher mit Aya gespielt. Ein gezinkter Würfel. Gut. Schön, dass wir den schon mal haben. Oh shit, jetzt kommt schon wieder so ein Schatten. Fallen der Baumeister. Genial. Einige der Maßnahmen, mit denen die Baumeister die Mastaba vor Plünderern schützen wollten, sind unglaublich. Geheime Passagen, Gruben, falsche Kammern. Ich habe sogar schon von Plattformen mit Seilen und Flaschenzügen gehört, die man richtig benutzen musste, um die Schatzkammern zu erreichen. Warum hat die denn die Hilfestellung in ihrem eigenen Haus aufgestellt? Ja, er ist jetzt ein bisschen weit weg, aber ich will mich natürlich trotzdem noch um den kümmern. Was hat Hamid noch gesagt? Wenn die Götter dich lassen. Ah, okay. Räder. Vielleicht kann man die Statuen drehen. Wer spielt denn hier eigentlich? Ich meine, es klingt schön, aber... So, wo kann ich jetzt... Ah, hier kann ich drehen. So, die Frage ist, wo müssen die Götter hingucken? Sie drehen sich alle in eine Richtung. Okay. Und nochmal, dann gucken alle nach in die Mitte. Vielleicht ist das richtig. Ich meine, ich sehe da die Falltür schon. Ja, wollte doch sagen. Das war's. So, gucken wir uns hier mal um. Nofretete. Ein Papyrus aus dem alten Königreich. Mythen der Pharaonen. Nofretete und Echnaton. Und so haben sich der lebendige Aton und seine große königliche Gemahlin, die Schöne, von der Häresie der vielen abgewandt. Sie gründeten eine Stadt, glänzend gebadet im Schein der Sonnenscheibe. Dort haben sie über das Volk geherrscht und über alles, was kreucht und fleucht und schwimmt und läuft. Auf ewig beherrschten sie die Gläubigen und alles Leben. Interessant, was haben wir da? Tahimet hat nach der Wurzel des Fluchs gesucht. Taimets Notizen. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ich würde nicht glauben, dass die Toten wieder auferstehen, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich glaube, die wandelnden Pharaonen sind Königin Nofretete und ihr Gemahl. Ich habe Reliefs in ihrem vergessenen Tempel gefunden, auf denen ihre Kartuschen verbunden waren. Sie haben gemeinsam über die Stadt des Aton geherrscht, gemeinsam in ihrer Häresie. Was bedeutet das für die Quelle des Fluchs? Was haben wir da noch? Ach, das ist schon das Richtige. Sphäre von Siva. Wie viel mehr Blutvergießen und Wahnsinn wird diese bringen? Noch ein Apfel. Also, ich würde mir aber schon noch gerne angucken, was da noch liegt, wenn ich ehrlich bin. Zu der Insel, bevor das Relikt verkauft wird. Ja, da kümmern wir uns. Ach, jetzt kann ich mir das nicht. Ach, das ist doch doof. Warum kann ich mir denn das jetzt nicht noch durchlesen? Ich meine, die Dinger kann ich mir doch auch durchlesen. Das sind Herren der Gnade jetzt, bitte. Erreiche den Ort, an dem die... Achso, erreiche den Ort, an dem die Auktion stattfindet. Ja, die Quests sind hier irgendwie immer untereinander enorm... Hallo? Kannst dich da nicht festhalten? Sind hier enorm miteinander verzweigt. Hier, den kann ich, glaube ich... Ja, genau, da muss ich nur weitermachen. Das ist im Prinzip meine Hauptaufgabe. Dann haben wir Artons Aufstieg, wo wir mit der Priesterin reden müssen. Und das ist okay. Da alles dann immer da, zwei Quests dann immer automatisch, nämlich die Hauptquest oder die große Überquest aktualisiert wird. Und... So, wo ist denn jetzt der Typ? Ist der schon wieder... zurückgegangen. Da immer beide Sachen automatisch aktualisiert werden, markiert man dann immer gerne die falsche. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ich meine, warum soll ich denn die Hauptquest oder die ganze Überquest markieren, wenn das überhaupt keinen, wenn das mich überhaupt nicht weiterbringt? Ist das eine Totenzeremonie hier? So, aber keine Ahnung, der Schatten scheint sich wieder verzogen zu haben. Na gut, dann muss ich mich nicht... Oder irgendjemand hat sich um ihn gekümmert. Dann würde ich aber sagen, holen wir uns mal da den Aussichtspunkt noch. Und dann... hübsch hier. Werden wir mal gucken, dass wir diese Insel finden. Kann man die von hier schon sehen? Ah, da drüben, dieses kleine Inselchen wird es wohl sein, hä? Also liegt auch schon ein Schiff an, auf jeden Fall. Diese Insel wird es wahrscheinlich sein, wo die Auktion stattfindet. Schön abseits von der ganzen Stadt. Aber ich würde sagen, wir wollen uns aufmachen zu dieser Insel. Und wie wir dann hoffentlich das Artefakt direkt erstehen. Hoffentlich hoffen wir mal, dass das direkt klappt. War ja immer bisher so einfach. Das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. Bis dahin. Ciao.